Herzlich willkommen hier zu unserem Stiftungslab New Work, New Work, agile Methoden für die Zusammenarbeit. Wir sehen es auch ganz aktuell. Die Corona-Pandemie hat die Art, wie wir arbeiten und vor allen Dingen zusammenarbeiten, ganz grundsätzlich verändert. Das, was unter Fachleuten über Jahre diskutiert wurde als Zukunft der Arbeit oder New Work, das ist durch Corona einfach schlagartig Realität geworden. Corona hat uns gezeigt, dass Arbeit und Kooperation oder zeigt uns ja aktuell, es ist ja wir gehen ja wieder ins Homeoffice zurück, dass Arbeit und Kooperation auf Distanz innerhalb von kürzester Zeit gut und leistungsfähig funktionieren kann. Durch die überwiegende Arbeit aus dem Homeoffice waren und sind enge Anleitung und Kontrolle von Mitarbeitenden gar nicht möglich. Also ich kann es jedenfalls nur für den Stifterverband sagen. Die Mitarbeitenden haben selbstständig und mit ganz großem Einsatz und Kreativität bewiesen, dass sie halt auch gemeinsam die Herausforderungen der Pandemiesituation bewältigen können. Das zeigt auch eine Mitarbeiterbefragung des Stifterverbandes. Da hat sich gezeigt, dass sich die Mitarbeitenden bei Problemen im Homeoffice eben auf das Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen verlassen können und hier eben sich darauf auch gerne zurückgreifen. Das heißt, Kollaboration, Selbstorganisation und Eigenverantwortung sind eben die Erfolgsrezepte, um hier gut durch die Corona-Krise zu kommen. Damit haben viele Stiftungen oft unbewusst, aber teilweise auch bewusst agil gearbeitet. Agilität bedeutet nämlich, die Gestaltung und Steuerung der Arbeit verantwortlich in die Hände der Beschäftigten zu legen, um damit eben auf unvorhergesehene Ereignisse besser reagieren zu können und offensiv eben auch mit Wandel umzugehen. Agilität ist aber nicht nur ein Konzept, um eben mit der aktuellen Krise umzugehen, sondern durch bewusste und systematische Weiterentwicklung von Agilität können eben Stiftungen auch in Zukunft innovativer, anpassungsfähiger und schneller sein und damit als Arbeitgeber eben auch in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels attraktiv sein. Der heutige Workshop soll Ihnen einen kleinen Eindruck geben, wie agiles Arbeiten funktioniert. Vielleicht noch mal so ein paar Workshop-Regeln. Wir würden euch alle duzen. Das ist das sogenannte Workshop-Duo. Danach können wir auch gerne wieder zum Sie übergehen. Wie schon Frau Paisley auch gesagt hat, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wer nicht einverstanden ist, kann auch ein Pseudonym benutzen oder die Kamera ausmachen. Und für alle, die jetzt gerade dazugekommen sind, bitte Blatt, Papier und einen Stift bereithalten für unsere Agilitätsübung später. Und natürlich bitte alle nach Möglichkeit dann, wenn Sie nicht sprechen, eben das Mikrofon ausschalten. So, jetzt übergebe ich an Marte. Jetzt habe ich genug geredet. Genau, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Uns freut es wirklich sehr, heute über New Work, New Work zu sprechen. Und vielleicht ganz zu Beginn, wer sind wir eigentlich? Danke, willst du dich kurz vorstellen und dann schließe ich an, wer ich bin. Und wir wollen auch noch zwei kurze Sätze zum Stifterverband sagen, falls es nicht allen bekannt ist. Genau, mein Name ist Anke Fischer-Appelt. Ich leite seit etwa 2,5 Jahren den Bereich Personal und Recht beim Stifterverband und bin da eben auch intensiv mit dem Thema New Work beschäftigt und natürlich auch mit dem Thema agiles Arbeiten, gerade in Zeiten von Corona, und bin aktuell agiler Coach in Ausbildung. Dankeschön. Mein Name ist Marte Sibyl Kessler. Ich bin im Stifterverband für ein Projekt zuständig, das nennt sich Forum Offene Innovationskultur.
Und wie der Name schon sagt, geht es da darum, wie können wir eigentlich neue Innovationskulturen in Unternehmen etablieren, in der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und ein großes Fokusthema von uns ist Co-Creation. Also wie können wir durch die Zusammenarbeit Dinge verändern? Und da spielen natürlich auch agile Arbeitsweisen, Design Thinking Methoden etc. eine ganz zentrale Rolle. Was ist der Stifterverband? Wir sind eine Organisation mit mehr als 3000 Mitgliedern. Unsere Mitglieder bestehen aus Unternehmen, aber auch Stiftungen, Privatpersonen. Und wir fokussieren uns auf die Themen Bildung, Wissenschaft, Innovation und da auch immer gesellschaftliches Engagement und gesellschaftliche Verantwortung. Und vielleicht ganz interessant für die Stiftungen, die heute hier dabei sind. Also wir haben auch ein deutsches Stiftungszentrum gehört oder das deutsche Stiftungszentrum gehört zum Stifterverband. Und das ist eine Servicestelle für Stiftung von Gründung bis hin auch zur Verwaltung von kleineren Stiftungen. Und ja, bei Interesse guckt ihr euch das gerne einmal an. Ich glaube, das ist ganz spannend, was da auch an Serviceleistung geboten wird. Genau, wir sind 100 Jahre gerade geworden im sind 100 Jahre gerade geworden, 2020. Wir werden jetzt hier das Video nicht abspielen, um keine Zeit zu verlieren, aber alle, die sich für den Stifterverband interessieren, möchte ich nochmal dieses Video ans Herz legen, weil es wirklich sehr schön auch unsere Arbeit zeigt und vielleicht auch die Expertise, die wir versucht haben, in 100 Jahren Verbandsarbeit dann auch aufzubauen und auch natürlich an Arbeit, was die Stiftung angeht. Genau, wir würden natürlich auch euch gerne kennenlernen und die Bitte ist, dass ihr einmal im Chat eure Namen, die Organisation und vielleicht, sagen wir, ein oder zwei Hashtags, was macht euch eigentlich aus, nennt, damit wir so ein bisschen besseres Gefühl bekommen, wer ist eigentlich im Raum und was bringt ihr mit. Ich scroll hier mal durch. Ich sehe ein paar Gesichter, ein paar Namen hier auch schon einfach bei der Kacheleinstellung. Wir haben Michael Teffel vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk. Herzlich willkommen. Vom UWC haben wir jemanden. Herzlich willkommen. Vielleicht schreibt einfach noch ein bisschen hier in den Chat, wer ihr seid und guckt euch das auch nochmal an, um so ein bisschen ein Gefühl für den Raum zu kriegen. Und in der Zwischenzeit dachten wir, führe ich kurz durch die Agenda, also was erwartet euch heute hier in der knappen Stunde, also es sind ja 50 Minuten. Erstmal natürlich wollen wir ankommen, feststellen, wer ist alles da, wer sind wir, wer seid ihr. Dann werden wir kurz in das Thema Agilität einführen, umsetzen. Dafür braucht es dann gemeinsam diskutieren, wie kann man eigentlich die Agilität in der eigenen Organisation anwenden und auch natürlich die praktische Übung übertragen oder welche Erfahrungen gibt es bereits in euren Organisationen. Dann haben wir noch drei Buchtipps mitgebracht und dann kommen wir auch schon zum Ende und stehen aber natürlich jederzeit auch noch für Fragen zur Verfügung, falls im Nachgang noch etwas geklärt werden muss. Gut, dann sehe ich noch Klaus Ulbrich hat sich hier noch eingetragen, Stefan Schneider, Julia Ceres. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Gut. Was bedeutet agiles Arbeiten? Wir dachten, wir würden gerne mit einer kurzen Mentimeter-Abfrage beginnen, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen. Und genau, Anke, willst du einmal erläutern, was zu tun ist? Genau, einfach am einfachsten das Handy vor den QR-Code halten. Das ist, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder auf www.menti gehen und den Voting-Code eingeben oder eben einfach das Handy vor den QR-Code halten und dann auf Menti gehen. Das funktioniert dann einigermaßen automatisch und dann zeigt sich da eben auch schon die erste Frage, nämlich uns geht es darum, von euch zu wissen, was ihr unter Agilität versteht. Genau. So, hier trudeln jetzt schon die ersten Ergebnisse ein.
hier beweglich bleiben, offen für Neues, keine statische Organisation, Flexibilität, Beweglichkeit, Flexibilität, selbstständig gestalten, flexible, umfassende Kommunikation, Bereitschaft auf Veränderung, crossfunktionale Teams, regelmäßige Retrospektiven, Rahmen für Selbstorganisation, flexibles Arbeiten. Also ich habe den Eindruck, dass viele hier schon sehr vertraut mit dem Thema Agilität sind und wissen, worum es bei der Agilität geht. Unterwegs arbeiten, mobil arbeiten, digital arbeiten, genau, das sind so sicherlich so die Themen, die bei Agilität eine ganz wichtige Rolle spielen. Genau. Dann würde ich mal auf die nächste Abfrage gehen. Das interessiert uns natürlich auch. Und hier bitte auch nochmal gerne dann den hier den Code benutzen, beziehungsweise gerne auch auf Menti gehen und den Code benutzen. Wie agil arbeiten Sie aktuell? Und zwar, meine Organisation ist agil. Wir bedienen uns agiler Projektmanagement-Tools. Ich weiß, was Agilität ist, habe das noch nicht angewendet. Ich habe noch nie etwas von Agilität gehört. Oh, das verteilt sich ja ganz gut. Also es gibt die ganz agilen Stiftungen. Jetzt liegen die agilen Projektmanagement-Tools vorne. Auch gut. Auch schön farbenfroh hier die Übersicht. Genau, vielleicht gibt es ja noch den A mit 3, das ist natürlich, genau. Gut. Gut. Dann haben wir schon mal einen ersten Eindruck bekommen und dann mit 4. Also arbeiten auf jeden Fall schon viele mit agilen Projektmanagement-Tools. Dann würde ich jetzt stoppen, übergib dann an dich, Martha. Sehr gerne. Dann zeige ich nochmal die Präsentation. Ich hoffe, man sieht jetzt das, was man sehen soll. Das ist ja immer so tricky mit mehreren Bildschirmen. Genau, ich glaube, die meisten haben ja schon sehr viele Begrifflichkeiten eingegeben, was man unter Agilität verstehen kann. Und das Wissen ist ja auch gut verbreitet schon bei jetzt hier in dieser Gruppe. Auch vielleicht noch mal ganz kurz. Also so die Definition von Agilität ist vor allem ein Managementmerkmal. Und es geht darum, die Organisation flexibel, proaktiv, antizipativ und initiativ zu gestalten und hier auch zu agieren und vor allem immer mit dem Ziel auch Veränderungen einzuführen. Und man spricht von 6 Dimensionen, die normalerweise recht spezifisch vorgegeben sind. Ich habe das versucht, so ein bisschen mehr auf unseren Non-Profit- und Stiftungskontext abzubilden. Also es geht um ein gemeinsames Verständnis und Zielbild von Agilität. Das bedeutet, es ist wichtig, in der Organisation ein gemeinsames Verständnis zu haben. Also wir stellen sehr häufig fest, es reicht nicht, wenn man einen Arbeitsbereich zum Beispiel umstellt und auf einmal stellt man fest, also in der Programmabteilung will man agil arbeiten und dann kommt auf einmal das Rechnungswesen und es funktioniert nicht mehr. Und für Agilität ist es dann einfach wichtig, sich wirklich als Organisation auch zu verständigen und gemeinsam zu definieren, was versteht man eigentlich unter Agilität und was möchte man erreichen in verschiedenen Bereichen. Dann geht es um, häufig sagt man Kundenzentriertheit, Agilität. Der Begriff kommt ja auch aus der IT-Bereich, aber ich glaube, in unserem Bereich ist es vor allem, dass wir auch stärker Nutzer und dann auch wirkungsorientierter sind in unserer Organisationsstruktur. Und gerade im Stiftungsbereich ist ja das Wirkung- und Impact-Thema extrem groß. Es gibt viele Stiftungen wie uns als Stifterverband. Wir existieren 100 Jahre, haben Strukturen, die lange gewachsen sind. Aber bei Agilität ist es wirklich
zentral den Nutzer in den Blick zu nehmen und zu schauen, was wird eigentlich da gebraucht und wie müssen wir da unsere Strukturen auch dran anpassen und damit Nutzer- und kundenzentrierter werden. Dann stehen iterative Prozesse im Vordergrund. Also gerade so, wenn man Programme entwickelt, ist es zentral zu sagen, ja, wir wissen vielleicht noch nicht alles. Wir können nicht uns lange aufhalten in Planungsprozessen, sondern wir haben eine kürzere Planungsphase, Designphase von Programmen, wo wir immer wieder schauen, was macht eigentlich Sinn und wie müssen wir die Prozesse anpassen. Dann ist ein mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis zentral. Anke Fischer-Appelt hat es schon am Anfang erwähnt. Das merken wir ja jetzt auch gerade in Corona immer stärker, dass der einzelne Mitarbeiter auch viel stärker ins Zentrum rückt, stärker Entscheidungsprozesse mitverantwortet. Und gerade wenn man von der Führungsseite her schaut, ist eine gucken, wie kann man eigentlich die Mitarbeitenden zu unterstützen, so zu ihrem besten Selbst zu werden. Und das Gleiche gilt dann auch für Personal- und Führungsinstrumente. Also Peer-to-Peer-Feedback wird immer zentraler und wirklich selbstbestimmtes Arbeiten und vielleicht auch Recruiting von Personen. Und als letztes, nicht ganz unwesentlich, sind dann die Organisationsstrukturen, die ebenfalls angepasst werden müssen, um dem neuen Miteinander sozusagen Rechnung zu tragen. Genau, was bedeutet agiles Arbeiten? Ich denke, wenn die meisten schon hier im Raum viel mit agilen Prozessen arbeiten, ist das auch nichts Neues. Also es gibt sozusagen Praktiken und Methoden, die zentral sind. Als Methoden sind natürlich Begriffe wie Design Thinking, Scrum relevant, die man einproben kann und die man umsetzen kann. Dahinter stehen gewisse Prinzipien und Werte, an denen man sich orientieren kann. Also viel, wenn man, es gibt das agile Manifest, was sehr stark sagt, wir sehen eher den Kunden oder das Individuum oder auch die Situation, kann man sehr genau schauen, welche Prinzipien und Werte folge ich denn und kann das natürlich auch, wenn man ein gemeinsames Zielbild, was ich am Anfang erwähnt hat, sehr genau definieren und dem folgen. Und aber sehr zentral und auch am schwierigsten zu fassen, aber gleichzeitig am wirkungsvollsten ist, wenn man auch ein Mindset hat, also bei den Einzelpersonen ein agiles Mindset und bei Organisationen auch eine Kultur. Und das bedeutet, wir haben Strukturen, Prozesse, ja vielleicht auch Rewarding-Systeme, die tatsächlich darauf einzahlen, dass man agil als Organisation unterwegs ist. Und das ist zentral. Also wahrscheinlich kennen die meisten das bekannte Drucker-Zitat, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Und ich glaube, das kann man hier auch sehr gut drauf anwenden. Wenn man kein agiles Mindset hat in einer Organisation, kann man noch so viel beschließen, dass man jetzt, weiß ich nicht, mit Scrum oder Kanban-Boards arbeitet. Es wird sich da nicht viel ändern. Und das ist alles sehr abstrakt, aber um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen, also was könnt ihr ganz konkret machen, um auch agiler zu arbeiten, sind erst einmal mehr Selbstverantwortung fördern in der Organisation, mehr Selbstverantwortung übernehmen, stärker sich an den Stakeholdern orientieren, stärker an den Ergebnissen schauen, was sind eigentlich so Transparenz? Wie kann man Transparenz in der Organisation fördern? Wie kann man offener kommunizieren, stärkere Feedback-Kultur etablieren? Wie kann man Wertschätzung vielleicht stärker pushen? Für mich persönlich denke ich, da ist auch mal das Thema Fehlertoleranz, was relevant ist. Und natürlich dann auch mehr sich auf Beziehungen konzentrieren als vielleicht auf starke Prozesse. Also das sind sozusagen so hands-on, was kann man jetzt tun, um agiler auch zu werden und agiler oder Agilität zu stärken. Genau, das ist sozusagen im Schnelldurchritt einmal, was ist Agilität und was können wir auch als Einzelpersonen tun. Aber wir haben uns etwas Spannendes überlegt, um vor allem auch nochmal Agilität praktisch nah zu erproben. Genau, das. Wir wollen Agilität für euch erlebbar machen. Deswegen eine wirklich große Herausforderung für euch. Ihr habt jetzt, wenn ich gleich zu Ende geredet habe, ab dann 3 Minuten Zeit zu malen, wie man einen Frühstückstoast herstellt.
Und danach teilen wir euch in Breakout-Sessions ein und dann ist eure Aufgabe, euch zu einigen mit eurer Gruppe, wie ihr diesen Herstellungsprozess gestalten wollt. Und uns dann am Ende bitte die Frage beantworten, welche Folgen hat die Gestaltung des agilen Arbeitsprozesses? Das würden wir gerne von euch dann eben nach Ende der Breakout-Sessions wissen. Gut wäre es, wenn ihr vielleicht einen Sprecher bestimmt, der dann für euch, der dann das Ergebnis eurer Gruppe vorträgt. Ich glaube, wir kommen auch ganz gut hin, weil wir eben es sind 10 Steine, es steigen schon einige aus. aber ich denke, wir kommen ganz gut hin, wenn wir das jetzt eben so aufteilen. Also ab jetzt habt ihr 3 Minuten Zeit, ein Bild davon zu malen, wie man einen Frühstückstoast macht. Genau, und wir machen hartes Timekeeping. Also ich stelle jetzt hier die Uhr und es startet jetzt. So, die Zeit ist um. Ich hoffe, alle haben den Toast gemalt, beziehungsweise den Prozess. Ich frage mich gerade, Anke, wir könnten eigentlich auch hier bleiben, oder? Oder wir machen zumindest noch eine Breakout-Gruppe. Genau, ich denke, das reicht auch, weil ich glaube, das sind uns doch einige abhandengekommen. Deshalb, sind wir jetzt ganz, ganz neugierig. Vielleicht haltet ihr alle mal eure Gedanken zum Thema Frühstückstoast einfach in die Kamera. Geht leider nicht so richtig mit dem Hintergrund, beißt sich das so rein grafisch. Kann es leider nicht machen. Aber ich suche noch. Ich habe meinen Hintergrund weggemacht. So. Ja, noch ein bisschen näher. Wir können es immer noch schlecht sehen. Jetzt, oder? Jetzt, ja, stimmt. Aber hier geht es noch weiter unten. Genau. Dann würde uns natürlich interessieren, also das oder wäre die Aufgabe an euch. Ich glaube, wir sind jetzt mal ganz still, Marte und ich. Die Aufgabe an euch wäre jetzt eigentlich mal, euch untereinander zu einigen, wie ihr den Herstellungsprozess gestalten wollt, eben welche Folgen das in eurer Meinung nach für den agilen Arbeitsprozess hat. Und wir geben erstmal 10 Minuten, ein bisschen verkürzt, und dann gucken wir mal, ob noch Zeit gebraucht wird. Aber ich stoppe wieder die Zeit. Ja, herzlich willkommen zurück im Plenum. Und wir sind natürlich ganz neugierig auf eure Ergebnisse und hoffen, dass ihr einen Speaker ernannt habt, der eben uns die Ergebnisse auch vorstellen kann. Ich würde sagen, wir machen das kollaborativ. Ja, super. Würde ich auch sagen. Also wie habt ihr die Diskussion oder vielleicht was ist der Prozess, auf den ihr euch geeinigt habt? Das finde ich ja die Einstiegsfrage schlechthin. Ja, also ich glaube, wir haben uns geeinigt, dass wir das also in Schritten, ganz klar in Schritten zerlegen und dann eben schauen, wer welche Schwerpunkte hat und die dann auch dementsprechend richtig einsetzt. Das heißt, der eine hat eben die Fähigkeit in dem Bereich, der wird dort eingesetzt, der nächste wird in dem Bereich eingesetzt, dessen Fähigkeiten das sind. Und so haben wir versucht, diese Schritte dann auseinander zu dividieren und dann irgendwann das Produkt herzustellen und jeder seine Schwerpunkte und Vorlieben erfüllen kann. Ja, und wir hatten so 3 Felder. Die Stakeholder-Befragung, den Einkauf und die Produktion. Genau. Und bei der Stakeholder-Befragung, da haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie weit wollen wir Vorgaben machen oder wie frei sind wir auch in der Fragestellung an unsere Stakeholder. Das heißt, wir fragen die Stakeholder nicht nur, wie soll dein Toast sein, was möchtest du gerne drauf haben, welche Qualität darf es sein, wie frisch muss es sein, welche Kostenfaktoren dürfen das beinhalten, wenn wir dir den Toast produzieren, sondern wir stellen auch die Frage, ist er so frei, sich auf ganz neue Dinge eine Form eines Toastes einzulassen? Das heißt, kann es auch ein Sandwich sein, was überbacken ist oder so? Also
wie frei ist er auch, neue Schritte zu gehen oder mit Chiasamen gebacken oder whatever. Also diese Form, was kannst du noch tun und wie frei bist du, möchten wir in der Stakeholder-Befragung auf jeden Fall berücksichtigen, um dann eben passgenau das Produkt auch anbieten zu können. Obwohl ich als Einkauf natürlich Probleme habe oder Bauchschmerzen, ne? Weil das ja durchaus sein kann, dass ich dann Aufträge kriege, die ich nicht so ohne weiteres umsetzen kann. Und was könnte man da tun als Einkauf? Gibt es da eine gute Lösung oder nicht so richtig? Na, dazu sind wir nicht mehr gekommen. Um ehrlich zu sein, habe ich die Bauchschmerzen gerade erst formuliert. Bauchschmerzen vom Toastverkauf. Naja, es geht ja auch um das, was zum Drauflegen. Also ich muss ja nicht nur das Brot kaufen, also ich muss ja alles kaufen. Genau. Dann ist schon. Also der Einkauf ist relativ zentral und wichtig, aber vorher die Befragung natürlich auch. Und da erkennen wir eben, dass die Schritte absolut ineinander greifen müssen, eine super gute Abstimmung auch sein muss. Sonst funktioniert das ganze Produkt am Ende nicht. Und das ist eben das, was die Sache für uns auch eben so spannend gemacht hat. Wie können wir neben der Befragung auch wirklich das Ganze auch hinten raus leisten. Da sind dann manchmal, wie wir jetzt gerade merken, unsere Wunschvorstellung und die Realität sieht dann manchmal etwas anders aus. Was kann man tatsächlich leisten? Ja. Auf jeden Fall spannend. Was? Genau, Marte. Genau, uns würde noch interessieren, ob es schwer war, den Konsens herzustellen. Oder war das eigentlich, ihr seid reingegangen und habt der Toast sah gleich, der Prozess war sofort für alle. Wir haben festgestellt, dass Julia und ich erstmal ganz andere Ausgangsvoraussetzungen hatten als Michael. Michael wollte den Toast an sich produzieren, also in den Toaster schieben und das drauf machen. Und Julia und ich wollten den Toast erstmal herstellen, also sozusagen das Brot backen in einer Fabrik. Und haben festgestellt, okay, muss eben auch eine eindeutige Ausgangssituation geben. Mhm. Oder auch, wie unterschiedlich der Leser etwas interpretiert. Das ist ja auch eine spannende Sache. Ne? Die Aufgabe, wie interpretiere ich die Aufgabe? Ist die so detailgenau, dass jeder die verstehen kann und jeder die so auch umsetzen kann? Also, das ist auch immer eine Frage. Ne? Wenn ich eine Aufgabe stelle, wie kommt sie bei dem Empfänger an? Ja. Und wenn man das jetzt auf den Arbeitsalltag, also ihr habt ja schon ganz viel gesagt, ne, überträgt, gibt es da so Learnings oder jetzt auch in der Corona-Zeit, wo ihr sagt, ja, ist uns das auch total aufgefallen. Also ein Großteil meines Arbeitstages, also in meinem eigentlichen Leben, findet über Teams statt. Und da gibt es auch öfter mal unterschiedliche Auffassungen, wenn man sich nicht konkret genug ausdrückt. Also würde ich mal sagen, dass eben schneller mal was falsch verstanden wird, als wenn man tatsächlich miteinander zusammenkommt. Und das ist irgendwie, finde ich, auch ein Learning in diesem ganzen Agile-Arbeiten, dass man ab und zu doch auch, wenn das Corona zulässt, also es besser ist, ab und zu mal aufeinander zu treffen und auch einfach mehr die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, besser kennenlernt, weil man dann einfach eher weiß, wie die ticken und wie man dann gut zusammenarbeiten kann. Das glaube ich. Das ist auch richtig dann. Das erlebe ich auch so. Der anderen Seite ist es sicherlich auch immer nicht so ganz schlecht, merke ich jetzt gerade so bei größeren Projekten, dass man eben so über Boards dann und über einfach eine klare Aufteilung, wer macht was, beispielsweise ich arbeite mal ganz gern mit so einem Kanban-Board, eigentlich ganz gut, sagen wir mal, so ein Prozess oder so ein Projekt eigentlich ganz gut auch agil aufteilen kann und jederzeit halt auch sehen kann, wo wer steht und was wer gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, Marte. Ja, also würde ich auch sagen, gerade so als Methode funktioniert Kanban gut. Wir im Stifter nutzen da Trello sehr viel. Genau. Aber auch da würde ich fast sagen, man muss halt erstmal am Anfang diese gemeinsame Zielsetzung haben. Ne? Man muss gemeinsame Zielverständnis wissen, was zu tun ist. Und dann, glaube ich, auch wie ihr jetzt rausgearbeitet habt, die einzelnen Aufgaben. Wenn jeder weiß, was ist eigentlich meine Rolle und meine Aufgabe, macht es das sehr viel leichter. Und trotzdem brauchst du diese Kommunikationsschlaufen. Also ohne Kommunikation funktioniert eigentlich nichts im Endeffekt.
Und sind im Homeoffice der Tipp, auch als Personaler im Homeoffice muss man mehr Zeit auf Kommunikation verwenden. Also das ist halt nicht ganz so, wie wenn man sich mal persönlich in der Kaffeeküche oder so über den Flur trifft, sondern man muss eben halt doch sehr viel auch aktiver eben auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen, um eben halt tatsächlich ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Gut, jetzt sind wir schon fast am Ende, noch 2 Minuten und dann gehen wahrscheinlich eure anderen Sessions los. Wir wollten jetzt noch ganz schnell 3 Buchtipps loswerden. Anke, willst du was dazu sagen? Genau, das hilft vielleicht so ein bisschen. Ich hatte den Eindruck, wahrscheinlich ist das jetzt auch der verbliebene Rest, die schon, glaube ich, sehr agil auch arbeiten oder vielleicht schon mit agilen Projektmanagement arbeiten. Also das sind so ein paar Tipps, wie man also agile Spiele braucht. Und gut, gerade wenn man in Workshops arbeitet, gibt es da eine ganze Menge von Warm-up über so ein Gefühl für Agilität bekommen, bis auf spezifische Übungen. Wenn man überhaupt gerne ein bisschen was zum Thema agiles Projektmanagement und Erfahrung damit haben will, dann kann ich wirklich nur dieses Buch empfehlen, Succeeding with Agile, das tatsächlich wirklich nochmal so sehr gute Tipps gibt, wenn man mit Scrum arbeitet, worauf man da am besten achtet. Und Managing for Happiness sind halt eben auch Games und Tools, wie man eben sein Team aktiviert. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Inwiefern ist denn das übertragbar vom Software auf die NGO-Welt? Weil das ist oft ein Problem, was ich treffe, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Also ich finde, dass er das eigentlich gut runterbricht auf, klar, das bezieht sich schon stark auf Software, aber er bricht das halt auch runter auf eben persönliche Befindlichkeiten, persönliche Themen, sodass man das eigentlich ganz gut auch verwenden kann, wenn man jetzt eben nicht in der Softwarebranche arbeitet. Also ich finde es schon sehr hilfreich insgesamt, um nochmal so Tipps und Tricks, worauf man bei in der Scrum-Projektorganisation achten sollte. Danke. Gut, und dann nochmal zum finalen Abschluss. Jetzt sind wir schon am Ende der Zeit, deswegen will ich gar nicht das so lang rausziehen. Also es gibt natürlich verschiedene Übungen und Praktiken, die man so machen kann. Also es gibt zum Beispiel Six Thinking Head, wo man einfach in der Besprechung mal versucht, in die Perspektive jemand anderes zu gehen, jemand, der immer negativ ist oder der sehr kreativ ist und einfach den Perspektivwechsel einübt. Oder wenn man vielleicht eine bekannte Persönlichkeit, was würde Obama jetzt tun, wenn er entscheiden sollte? Was würde Mickey Mouse tun, wenn Mickey entscheiden sollte? Dann gibt es so Übungen, wo man sagt, ja und statt ja aber, weil da entstehen auch ganz, ganz tolle Sachen, auf die man sonst gar nicht kommt. Man kann mal seine Routinen wechseln, also einen neuen Arbeitsweg wählen und gucken, was begegnet einem da eigentlich an Tolles. Neu. Man kann mal versuchen, alles die ganzen Türen mit der linken Hand zu öffnen, falls man Rechtshänder ist und umgekehrt und einfach sich selbst beobachten, wie man da auf einmal ganz andere Bereiche anspricht und neue Ideen bekommt. Oder dann die Rosinenübung ist auch sehr bekannt, wo man sehr lange an einer Rosine kaut und versucht, was kann man da eigentlich alles erfahren, an Geschmack, an wie sie zusammengesetzt ist etc. Und das hilft einfach, um ja in einen kreativen Modus zu kommen und auch flexibler zu verstehen, was würden denn eigentlich andere denken, fühlen, brauchen, wenn es darum geht, auch mehr die Nutzerperspektive einzunehmen. Genau. Das war es dann schon? Das soweit ein kleines... Und das ist auch schon unser Schluss. Genau, das war es. Herzlichen schon. Dank. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke. Ciao. Tschüss, danke. Tschüss. Danke auch an Sie.